Hallo zusammen. Mein Name ist Beatriz González Mellides. Ich bin bei ATOS verantwortlich für Barrierefreiheit und digitale Inklusion in Zentraleuropa. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich euch ein paar allgemeine Informationen über unsere Veranstaltung mitteilen. Zu meinen Linken möchte ich euch unseren deutsche Gebärdensprachen-Dolmetscherin Jessica Palaske vorstellen. Heute haben wir offene Untertitel in diesen Videos, sodass ihr keine extra Einstellungen aktivieren müsst, um mitzulesen. Die heutigen Videos werden auf verschiedenen Kanälen geteilt und stehen nach der Veranstaltung zum Nachschauen zur Verfügung. Wir freuen uns, wenn ihr euch die Veranstaltung live oder später anschaut. Wir heißen diejenigen unter euch willkommen, die über unsere atos.net GAAD 2022 Microsite zuschauen und begrüßen die YouTube, Twitter und andere sozialen Medienzuschauer auch. Jetzt aber. Es ist mir eine große Freude, euch heute zu unserer Feier zum Internationalen Tag des Bewusstseins für Barrierefreiheit willkommen zu heißen. Vielleicht kennt ihr diesen Tag der Barrierefreiheit unter seinem englischen Namen als Global Accessibility Awareness Day, der dieses Jahr zum 11. Mal am 19. Mai 2022 stattfindet. Zum ersten Mal werden wir den Tag bei ATOS auch auf Deutsch feiern. Dafür können wir auf die Unterstützung von wichtigen Persönlichkeiten und Organisationen im deutschsprachigen Raum zählen. Ich freue mich, dass ich heute auch viele KollegInnen aus der Führungsebene von ATOS begrüßen darf. Denn unser Motto lautet Barrierefreiheit in großem Maßstab. Accessibility at scale. Denn um Barrierefreiheit in großem Maßstab zu erreichen, müssen wir noch weit gehen. Wie ein berühmtes afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Der Mythos des einsamen Barrierefreiheitsspezialisten ist längst überholt. Wir müssen uns zusammenschließen, um Barrierefreiheit und digitale Inklusion voranzubringen. Und wir laden euch heute dazu ein, uns auf diesem Weg zu begleiten. Unser Motto dieses Jahr lautet Barrierefreiheit at scale, Accessibility in großem Maßstab. Um Barrierefreiheit wieder zu verwenden und zu etablieren, können wir nicht allein arbeiten, sondern müssen wir neue Wege der Innovation beschreiten und unsere Bemühungen in eine globale Welt zur Geltung bringen. In diesem Abschnitt werden wir von drei verschiedenen Organisationen lernen. GIZ, Zero Projekt und Sozialheldinnen, wie sie diese Herausforderungen angehen. Wir beginnen mit der GIZ. Bernd Schramm ist Projektleiter Inklusion von Menschen mit Behinderungen bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Bernd, bitteschön. Vielen Dank, Beatrice. Ja, ich spreche heute über eine Kooperation, die wir als GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit der Firma ATOS haben. Ich werde auch kurz auf die GIZ eingehen, wer wir sind und speziell ein Vorhaben, ein Globalvorhaben zur Inklusion
von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit vorstellen, bevor ich dann auf zwei konkrete Kooperationen mit der Firma Atos eingehe, die wir ICT for Inclusion Challenge nennen. Es handelt sich dabei um Ideenwettbewerbe. Zunächst zur GIZ. Wer sind wir? Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH ist ein weltweit tätiger Dienstleister der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung und der internationalen Bildungsarbeit. Die GIZ hat mehr als 50 Jahre Erfahrung in unterschiedlichsten Feldern, von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung über Energie- und Umweltthemen bis hin zur Förderung von Frieden und Sicherheit. Wir entwickeln mit unseren Partnern wirksame Lösungen, die Menschen Perspektiven bieten und deren Lebensbedingungen dauerhaft verbessern. Dabei haben wir die Vision, weltweit eine lebenswerte Zukunft zu schaffen. Im Zentrum unseres Handelns steht Nachhaltigkeit im Sinne der sozialen Verantwortung, des ökologischen Gleichgewichts und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 Entwicklungszielen ist unser Kompass für die internationale Zusammenarbeit. Als gemeinnütziges Bundesunternehmen und globaler Dienstleister unterstützt die GIZ die Bundesregierung und viele weiteren öffentlichen und privaten Auftraggeber, ihre Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Dabei stehen wir für deutsche und europäische Werte, was in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Die GIZ arbeitet mit über 5000 Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zur Nachhaltigkeit. Wir haben rund 25.000 Beschäftigte in 120 Ländern. Unser Geschäftsvolumen betrug im Jahr 2020 rund 3,3 Milliarden Euro. Ich selbst leite ein Globalvorhaben, ein globales Projekt der GIZ zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen, welches beauftragt wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ. Unsere Vision lautet, Inklusion selbstverständlich zu leben, auch und gerade in der internationalen Zusammenarbeit, wo Menschen mit Behinderungen häufig nicht berücksichtigt werden. Unsere Kernbotschaften lauten, niemanden zurücklassen und Zugänglichkeit für alle, auch bei digitalen Lösungen. Unsere Arbeit oder unsere strategische Ausrichtung basiert auf drei Referenzpunkten. Zum einen die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die 2008 in Kraft getreten ist. Dann die bereits genannten nachhaltigen Entwicklungsziele, die 2015 von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurden. Und der Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit von 2019. Auch wir als Globalvorhaben arbeiten viel in Partnerschaft mit anderen. Und einige Beispiele dieser Partnerschaft werde ich auf den nächsten Folien kurz darstellen. Eine Partnerschaft ist mit der sogenannten Make-IT-Initiative in Afrika. Make-IT setzt sich für Innovation und digitale Technologien für eine grüne und nachhaltige Entwicklung ein. Über diese Initiative hat die GIZ bereits mehr als 1000 Tech-Unternehmen in 26 afrikanischen Ländern unterstützt und auch wir arbeiten mit Make-IT. Ein weiteres Flagship unserer Kooperation ist die sogenannte Bridge Academy in Kenia. Hierbei handelt es sich um die Qualifizierung, eine Ausbildungsakademie zur Qualifizierung von Menschen mit Behinderungen für IT-Jobs. Wir wissen, dass über 80% der Menschen mit Behinderungen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen arbeitslos sind.
Gleichzeitig gibt es einen hohen Bedarf nach qualifizierten Fachkräften in der IT-Industrie. Deshalb arbeiten wir mit privaten, staatlichen und zivilgesellschaftlichen Partnern gemeinsam am Aufbau beschäftigungsfähiger IT-Kenntnisse für Jugendliche mit Behinderungen. Im ersten Jahr der Bridge Academy haben 37 Studierende mit Behinderungen einen zertifizierten Abschluss gemacht und durchlaufen derzeit ein Praktikum beim kenianischen Mobilfunkbetreiber Safaricom. Ein weiteres Beispiel ist unsere hervorragende Partnerschaft mit der Firma Atos. Im letzten Jahr haben wir mit der sogenannten ICT for Inclusion Challenge, einem Ideenwettbewerb, begonnen, für digitale Lösungen zu spezifischen Herausforderungen bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Im letzten Jahr lag unser thematischer Fokus auf Lösungen zur Verbesserung der inklusiven Bildung in Afrika. Inklusive Bildung also für Menschen mit Behinderungen. Wir sind bei diesem Ideenwettbewerb verschiedene Phasen durchlaufen, von der Einreichung der Ideen über die Auswahl der besten Lösungen, über ein Trainingscamp mit anschließender Präsentation der Lösungen, dem sogenannten Pitching, bis hin zur Prämierung und dem weiteren Mentoring der erfolgreichen Teams. Ein wirklich sehr interessanter und auch sehr erfolgreicher Prozess. Wir hatten über 200 Bewerbungen aus 37 afrikanischen Ländern erhalten. 10 Teams qualifizierten sich über eine internationale Jury für ein Trainingscamp. Fast die Hälfte der teilnehmenden Innovatoren waren Frauen. Und all diese Lösungen wurden gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen entwickelt. Wir hatten auch 25.000 Klicks auf unserer Challenge-Website, wo Sie die besten Lösungen anschauen können. Nicht nur unser Vorstand in der GEZ sieht ein großes Potenzial darin, die Inklusion mit Innovation und Technologie zu verknüpfen und dabei Partnerschaften mit dem Privatsektor einzugehen. Die Zugänglichkeit von digitalen Lösungen ist zentral für Menschen mit Behinderungen, sagt auch Neil Milliken, Global Head of Accessibility von Atos, in einem Statement anlässlich der GIZ Diversity Week. In diesem Jahr richten wir den Fokus in unserer Kooperation mit Atos auf einem weiteren Ideenwettbewerb, und zwar zum Thema Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels auf Menschen mit Behinderungen in Indien. Wir suchen wieder digitale Lösungen, aber diesmal eben zu dem Thema inklusive Klimamaßnahmen und Katastrophenvorsorge unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen. Warum machen wir das? Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen sind überproportional von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Die meisten Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel oder zur Schadensbegrenzung und zum Katastrophenrisikomanagement sind nicht inklusiv. Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen sind nicht nur größeren Risiken ausgesetzt, sie sind auch stärker gefährdet und oft weniger widerstandsfähig. Deshalb suchen wir auch hier neue Lösungen zur Sensibilisierung für das Thema inklusiver Klimaschutz oder Katastrophenvorsorge unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen. Wir wollen auch zur Identifizierung, Förderung und Erprobung innovativer digitaler Lösungen für die inklusive Anpassung an den Klimawandel und die Abschwächung der Risiken beitragen. Und wir suchen auch hier gerne weitere Unterstützer der erfolgreichen Lösung durch Mentoring, durch Vernetzung oder auch durch finanzielle Preise. Das waren 3 Beispiele unserer Partnerschaften mit unterschiedlichen Unternehmen im Privatsektor. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Bernd, für diesen tollen Vortrag und Innovation Impuls. Wie Bernd uns gerade gezeigt hat, um niemanden zurückzulassen, können und ich würde sogar sagen müssen, Innovation, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit und Inklusion zusammenpassen.
Lieben Dank. Unser Motto ist Accessibility at Scale, Barrierefreiheit in großem Maßstab. Ohne Support, ohne Leadership, es ist natürlich viel schwieriger zu schaffen. Heute freue ich mich sehr, Management- und Thought Leadership-Kollegen von Atos und Partners wie Siemens, Google und Microsoft hier begrüßen zu dürfen. Ich stelle euch jetzt vor, mein Kollege Boris. Er ist unsere COO in Zentraleuropa. Bitte, Boris, sagt uns, was bedeutet für dich Barrierefreiheit at Scale? Viele von uns haben Erfahrungen mit individueller Accessibility und Barrierefreiheit. Für nahezu jedes Problem gibt es eine Lösung. Das gilt für die wirkliche Welt und noch viel mehr für die digitale Welt. Aber die Herausforderung von heute ist Accessibility at Scale. Es ist wichtig, als Organisation die Potenziale aller Kundengruppen, aller Bürgerinnen und Bürger, aber auch aller Kolleginnen und Kollegen zu nutzen. Und dies können wir nur in einem systematischen Ansatz realisieren. Accessibility, Barrierefreiheit, Zugang muss selbstverständlich sein. Es muss selbstverständlich sein, dass jeder sein Potenzial, seine Kreativität entfalten kann und diese uns als Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Wir als Atos sind stolz darauf, dass wir hier in diesem Bereich nicht nur unser Bestes versuchen und jeden Tag lernen, sondern dieses auch zusammen mit unserer digitalen Kompetenz unseren Kunden zur Verfügung stellen und hier einen Beitrag leisten, in die richtige Richtung zu gehen und uns zu entwickeln. Danke, Boris. Udo, bitte, stell dir vor in deine eigenen Worte und sag uns, was bedeutet für dich Barrierefreiheit im großen Maßstab? Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Morgen, mein Name ist Udo Littke. Ich bin Atos CEO hier bei uns in Deutschland und gleichzeitig Geschäftsverantwortlicher für den öffentlichen Markt inklusive Verteidigung in unserer Region in Zentraleuropa. Für mich hat das Thema Barrierefreiheit einen extrem hohen persönlichen Stellenwert, sowohl für mich selber als auch für unser Haus. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, dass alle Menschen unabhängig von Beeinträchtigungen oder auch von eigener Behinderung die gleichen Möglichkeiten haben sollten im Leben. Und ich glaube auch, dass Informationstechnologie und insbesondere die Digitalisierung hier einen maßgeblichen Beitrag leisten können, Barrierefreiheit auch zu verankern. Also sowohl nach innen in Bezug zu unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen als auch nach außen. Und das war auch mit ein Grund, warum wir zum Beispiel mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Projekt gestartet haben, ICT for Inclusion, wo wir Menschen mit Behinderung in Afrika Möglichkeiten eröffnen wollen, sozialer und wirtschaftlicher integrierter zu sein. Danke, Udo. Marina, bitte stell dir vor und sag uns, was bedeutet das für dich? Ja, mein Name ist Marina Strafkutsch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin die Vorsitzende der Gesamtschwerbehindertenvertretung der Siemens AG in Deutschland. Barrierefreiheit bedeutet für mich sowohl im geschäftlichen Kontext als auch im privaten Kontext, dass das unabdingbar ist, dass Menschen mit unterschiedlichen Arten von Behinderungen in ein Unternehmen kommen können, so wie sie sind, dass sie Arbeitsplätze vorfinden, wo sie ihre kompletten Kapazitäten einbringen können, dass sie die Möglichkeiten haben, sich komplett auch weiterzuentwickeln und dass wir uns auch gemeinsam in den Arbeitsplätzen miteinander kennenlernen, bekannt machen und auch austauschen können. Für mich persönlich als Rollstuhlfahrerin ist Barrierefreiheit ja ein absolutes Muss, denn nur da, wo Barrierefreiheit besteht, kann ich auch komplett funktionieren, kann ich mich mit anderen umgeben, kann ich meine Arbeitsleistung, mein Privatleben ausleben. Und deswegen bin ich natürlich ja eine ganz große Verfechterin von Barrierefreiheit. Und nur diese wird auch die Inklusion tatsächlich vorantreiben können. Danke, Marina. Bruno, bitte, stell dir vor und sag uns, was bedeutet für dich Accessibility at Scale? Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich bin CEO der Atos Schweiz. Und für mich ist es auch, wie Sudo vorhin gesagt hat, ein sehr elementares Thema. Es geht um den Faktor Mensch, es geht um den Faktor Fairness. Ich werde später ein bisschen über Sport sprechen. Und Fairness ist Inclusion von allen Leuten, von allen Gegebenheiten. Und das heißt, wir müssen eine
Erfahrung kreieren und einen Mehrwert generieren, der für alle wirklich den Mehrwert gibt, dass sich alle abgeholt fühlen, dass eben nicht gewisse Technologien heute genutzt werden, gewisse noch auszuschließen, dass es eher umgekehrt angewendet wird, alle in einzuschließen und dann auch so umzusetzen. Das ist für mich Barrierefreiheit und für mich als CEO der Schweiz ein ganz wichtiges Thema. Und wir sind auf einigen Themen unterwegs, wie Working Moms, wir haben auch keine Altersbegrenzung bei Einstellungen, ist auch immer ein wichtiges Thema bei Inclusion. Und natürlich auch bei handicapierten Leuten sehen wir da absolut kein Problem. Wir haben Leute, die diese App sind und die sind bei uns sehr wertvolle Mitarbeiter. Lieben Dank, Bruno. Özlem, bitte, ja. Stell dir vor und sag uns, was bedeutet das für dich? Danke, Bea. Ich bin Özlem Yavuz, der HR Director for Central Europa in Atos. Und die Antwort für mich ist sehr einfach eigentlich. Für mich ist das ein simple human right. Es ist unsere basic human right, die Barrierefreiheit. Und um wirklich das Leben für uns alle zu ermöglichen, egal in der Arbeitsplatz oder draußen in einem Einkaufszentrum, oder so wirklich abhängig von unseren Bedürfnissen, von unseren Schwierigkeiten, persönliche Sachen, die wir haben, das wirklich so ähnliche, equal und ein fair Leben für uns alle zu ermöglichen. Lieben Dank, Özlem. Daniel, jetzt stell dir bitte vor und sag uns, was heißt das für dich? Vielen Dank. Ich heiße Daniel Clifford. Ich bin ein Principal Engineer bei Google hier in München. Und ich bin auch der Executive Sponsor für das Disability Alliance. Und das ist die Interessegemeinschaft von behinderten Leuten bei Google in Deutschland. Für mich ist die Barrierefreiheit eine riesige Chance für uns alle, nicht nur für Leute mit Behinderungen. Also die Barrierefreiheit ist für das Web ist buchstäblich Teil von Googles Mission. Unsere Mission auf Englisch heißt Organize the world's information and make it universally accessible and useful. Das heißt auf Deutsch, die Informationen der Welt organisieren und nützlich machen und auch zugänglich machen. Aber zugänglich in diesem Zusammenhang bedeutet viel mehr. Accessible heißt auch barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Und Menschen auf der Welt haben Chrome über 1 Milliarde Mal installiert. Und das heißt auch, weil statistisch gesehen 50% dieser Leute eine Behinderung irgendeiner Art haben, dass wir durch die Barrierefreiheit in Chrome oder wenn wir diesen Zugang ermöglichen, können wir Millionen von Menschen das Leben einfacher machen und auch die Fülle des Webs ermöglichen für sie, dass sie das erleben. Und das ist für mich und für mein Team und für Google ein Riesenchance, wenn wir das machen können. Das stimmt, immerhin. Walter, herzlich willkommen. Danke, Daniel. Bitte, Walter, stell dir vor und sag uns, was bedeutet das für dich? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, weil ich finde, das ist ein wichtiger und schöner Event. Mein Name ist Walter Hündl. Ich bin mit 2 Rollen heute hier. Die eine Rolle ist als Chief of Staff in der Rolle der Betreuung der operativen Einheiten in Zentraleuropa. Ich habe aber noch eine 2. Rolle und das ist die Rolle des Inklusionsbeauftragten für die Atos Deutschland. Und in der Rolle werde ich laufend befragt, konfrontiert mit Barrierefreiheit. Weil natürlich die Anforderungen, wir haben es vorhin schon gehört, auf der einen Seite physisch genauso wie psychischer Natur sind. Und wir unterliegen halt, und das erleben wir mehr und mehr, dem demografischen Wandel. Und mit dem demografischen Wandel muss man leider anerkennen, dass das Thema Behinderung nicht mehr etwas ist, was nur Menschen betrifft, die per Geburt irgendwann mal eine Behinderung erfahren haben, sondern dass es jeden von uns treffen kann. Also das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Aspekt, der also nicht nur Atos betrifft, sondern die Gesellschaft als Ganzes. Und jetzt, weil du die Frage jetzt Scaler gestellt hast, mit diesem Zusammenhang haben wir natürlich jetzt die letzten Jahre begonnen, Lösungen zu entwickeln im operativen Umfeld, also für Kolleginnen und Kollegen, die sehbehindert sind, die hörbehindert sind. Und die Chance, die wir haben, ist, dass wir diese Skalierbarkeit dessen, was wir also Kompetenz jetzt aufgebaut haben, auch gemeinsam integrieren, entweder in bestehende Lösungen oder eigene Lösungen am Markt, an unsere Kunden dann beratend tätig sind. Wir haben ja auch entsprechend veränderte Gesetzgebungen. Das heißt, auch da kommen Anforderungen auf unsere Kunden zu, die sie in der Softwareentwicklung zum Beispiel erfüllen müssen. Und das ist das, wo ich denke, da können wir einen Beitrag leisten. Danke, Walter. Anna, herzlich willkommen. Bitte, stell dir vor und sag uns, was heißt das für dich, Accessibility at Scale? Hallo zusammen, mein Name ist Anna Wannhoff. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite bei Microsoft seit März 2021.
Ich studiere parallel in Berlin an der European School of Management and Technology und absolviere dort meinen Master in Management mit Fokus auf Innovation und Entrepreneurship. Momentan arbeite ich bei Microsoft als Werkstudentin im Bereich Produktmarketing Management für Microsoft Viva und darf seit September 2021 das Global Commercial Accessibility Programm für Deutschland leiten. Wir haben insgesamt ein Team von über 21 Kolleginnen, die gemeinsam an dem Thema Accessibility für Deutschland arbeiten. Accessibility at Scale ist für mich die Mission, den Alltag eines Menschen bis ins kleinste Detail barrierefrei zu gestalten. Das bedeutet, dass beispielsweise Gebäude, Gegenstände, Dienstleistungen, Arbeitsstätten, alles soll so gestaltet sein, dass es für jeden ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Dazu gehört beispielsweise auch, dass ein Vertrag nicht nur in komplizierter Amtssprache verfügbar ist, sondern eben auch in leichter Sprache. Genauso wie ein Vortrag auch für einen gehörlosen Menschen verfügbar sein sollte und hörbar sein sollte. Digitale Barrierefreiheit ist ein ebenso wichtiges Thema. Das bedeutet, dass beispielsweise Websites so gestaltet sind, dass sie auch für jeden zugänglich sind. Das bedeutet, dass man beispielsweise Bildbeschreibungen hinterlegt mit Alttexten oder dass man beispielsweise Videos auch in einem barrierefreien Format abspielen lassen kann. Johann, herzlich willkommen. Du bist der Letzte in unserem Panel. Und jetzt bitte stell dir vor und sag uns, was heißt für dich Accessibility at Scale? Ja, hallo, mein Name ist Johann Schachner. Ich bin der verantwortliche CEO der Atos-Gruppe in Österreich. Barrierefreiheit ist ein sehr zentrales Thema unserer heutigen Gesellschaft. Wir haben über 400.000 Menschen in Österreich, fast 5% der gesamten Population, die mit einer Beeinträchtigung zu kämpfen hat. Wir haben mittlerweile über 50 Mitarbeiter in der Atos-Organisation, das ist fast 3% unserer heutigen Belegschaft, die eine Beeinträchtigung haben. Es ist also Fakt und ich glaube einfach, dass im 21. Jahrhundert für eine Gesellschaft und für ein Unternehmen es sehr, sehr wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Potenziale aus dieser Bevölkerungsgruppe, aus dieser Menschengruppe auch voll zu integrieren und zu heben. Danke, wir sind schon alle zusammen. Udo, ja. Die erste Frage habe ich für dich. Du hast die ICT for Inclusion Challenge in deinen Vorstellungen erwähnt. Was war der entscheidende Punkt, der entscheidende Faktor für Atos, sich an diesem Projekt zu beteiligen? Ja, also ich hatte es gesagt, ICT for Inclusion Challenge zusammen mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, wo es darum geht, Menschen mit Beeinträchtigungen oder Behinderungen in Afrika den Zugang zu Bildung zu ermöglichen über Digitalisierung, weil wir auch der Meinung sind, dass gerade ein höheres, verbessertes Bildungsniveau auch Arbeitslosigkeit begegnet. Wir haben im Rahmen von Atos ein globales Startup-Programm, wo wir junge Unternehmen auch fördern. Wir haben zwei davon in Afrika. Eins heißt Winsight, es ist in Nigeria, es beschäftigt sich mit KI-unterstützter Technologie, um Sehschwächen zu begegnen. Das ist das eine, und aber auch ein zweites ist das Startup Talking Charts in Kenia, das über eine Datenvisualisierung eben auch Menschen mit Sehschwächen ermöglicht, einen stärkeren Zugang zur Digitalisierung, damit zur Bildung und damit halt eben auch Möglichkeiten zu haben, der eigenen Arbeitslosigkeit ein Stück weit entgegenzuwirken. Es war uns ganz wichtig, hier mitzuwirken. Wir sehen auch, dass uns das Möglichkeiten eröffnet, dadurch, dass wir uns mit diesen Themen auch intensiv beschäftigen und auch umsetzen in der Realität, Talente in War of Talents ein Stück weit anzuziehen, weil wir haben es vorhin gehört, dass das Thema ja auch gesellschaftlich immer breiter wird. Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann ziehen wir auch damit ein Stück weit Talente an. Das ist gut. Das ist auch Commitment gegenüber unseren Kunden und letztlich natürlich für uns auch, wir haben es gehört, ein Wachstumspotenzial, ist ein riesiger Markt. Danke, Udo. Bruno, wir haben jetzt über Potenzial gesprochen, über Menschen. Ich weiß, du liebst Fahrradfahren. Von dir habe ich gelernt, wie bei Atos Schweiz, Sport, Teilhabe und Nachhaltigkeit sich vereinbaren lassen. Möchtest du erzählen, wie? Ja, sehr gerne und danke für den Punkt. Und ich denke, auch Sport lässt sich sehr gut vereinen mit dem Business, ob es das Informatik ist, was immer für Themen, die wir treiben, mit unseren Projekten, die der Rudo gerade vorgestellt hat. Atos hat die Partnerschaft mit Olympia. Wir sind auch stolze Partner der Paralympics, die immer im Nachgang der Olympischen Spiele da sind. Und dort sieht man, was für Leistungen von beeinträchtigten Leuten möglich sind.
das versuchen wir auch mit der Schweiz, mit unserer Partnerschaft mit dem Tudor Pro Cycling Team zu bestätigen. Creating better humans, born to dare. Das sind so die Hashtags. Ich habe letztes Jahr die Autos vorgestellt auf dem Velo, bin die 5 Standorte abgefahren, wurde mit dem Mach- und Zeichen setzen, let's make it happen. Wir unterstützen Initiativen Bike to Work, wir unterstützen alle Sportarten. Und ich denke, hier ist Sustainability auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir merken, wie es Rudo sagt, der Markt auch da ist und die Leute auch da einen sehr großen Beitrag leisten können und wie sie auch unterstützen können und einbinden können und wollen. Weil der Markt, der War for Talent ist wirklich da und das sehe ich auch als Riesenchance für die Leute mit Beeinträchtigungen, mit uns zu tun, mit uns zu arbeiten, auf welchem Gebiet auch immer das möglich ist. Und darum für mich vereint sich Sport mit Business sehr, sehr gut und ich bin auch sehr stolz, da dieses Thema nach vorne zu treiben, mit der Flagge Schweiz vorne dran. Danke, Bruno. Marina, du kennst bestimmt die Paralympics und die We the 15-Bewegung. Der Rolle der Sprache um Wilder, was für eine Rolle spielen Sie in der Inklusion von Menschen mit Behinderung? Ja, das ist eine sehr gute Frage und natürlich kenne ich die Paralympics. Auch wir haben Kolleginnen und Kollegen bei Siemens, die teilnehmen oder auch als Betreuerinnen und Betreuer auf den Paralympics fungieren. Und Sport hat, wie Bruno gesagt hat, also eine große Reichweite. Sport verbindet Menschen mit und ohne Behinderungen. We the 50 hat im letzten Jahr eine ganz wunderbare Kampagne gestartet, die mich persönlich sehr angesprochen hat, in der Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gesprochen haben und ich finde also nicht nur Informationen rübergebracht haben, sondern auch gewirkt haben. Und die Macht der Bilder und der Sprache, das ist ein sehr, sehr mächtiges Schwert, was wir bedienen, denn es gibt in Deutschland den Spruch aus den Augen, aus dem Sinn, das, was man nicht sieht, das, was man nicht hört, über was man nicht liest, das ist für uns in der Gesellschaft einfach leider nicht vorhanden. So ist es auch kein Wunder, wenn wir in unserer Medienlandschaft uns umschauen, dass es sehr wenig Menschen mit Behinderung gibt, die zum Beispiel die News vorlesen, die in Videos, Serien oder Filmen teilnehmen oder in Rateshows etc. Wir sehen diese Menschen nicht und Behinderung ist in unserer Gesellschaft auch immer sehr negativ behaftet. Jemand, der eine Behinderung hat, der hat ein Defizit, der kann etwas nicht, der ist krank. Und deswegen haben wir auch als große Unternehmen eine große Verantwortung, wenn wir kommunizieren oder auch mit Bildern arbeiten, darauf aufmerksam zu machen, also Menschen zu Wort kommen zu lassen, vor allem auch auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es auch keinen Unterschied gibt zwischen der Olympiade und den Paralympics, sondern dass diese Sportlerinnen und Sportler, die alle eine Wahnsinnsleistung erbringen, auch gemeinsam zum Beispiel bei der Eröffnung auftreten und beim Abschluss und so der Welt auch zeigen, wir lassen uns nicht trennen, wir sind da und jeder bringt in seiner Disziplin die Höchstleistung, die er eben erbringen kann. Das ist ein toller Beitrag, das wünschen wir auch. Ich glaube mehrere, dass das auch in einer Einheit kommt. Boris, welche Vorteile hat die Einbettung von Barrierefreiheit in den Systemen und Prozessen? Vielen Dank für die Frage. Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Für mich ist das der Punkt, denn hier geht es um erstens Kosten und zweitens Geschwindigkeit. Wenn wir nicht in der Designphase schon im Prozess darüber nachdenken, wie wir die Accessibility umsetzen, wird es um ein Hundertfaches teurer, es hinterher wieder zu korrigieren. Das heißt, wir sollten als Organisationen hier versuchen, gleich am Anfang im Prozess mit Accessibility in die richtige Richtung zu gehen, es zu berücksichtigen und dies auch in allen Prozessen in der Designphase fest verankern. Wie gesagt, wenn wir das nicht tun, sondern erst auf klassische Art und Weise entwickeln, werden wir ganz am Ende vor Herausforderungen gestellt, die uns ein Hundertfaches kosten von dem, was wir am Anfang hätten relativ schnell beseitigen können oder gleich in die richtige Richtung hätten lenken können. Also für mich, die Antwort ist ganz klar, ja, Kostenbudget, ja, was wir hier positiv beeinflussen können, aber natürlich auch zeitlich, weil wenn wir am Ende nacharbeiten müssen, ist das eben genau der Teil, der dann oftmals im Projektplan doch nochmal vor Herausforderungen stellt. Danke, Boris. Anna, wie unterstützt ihr bei Microsoft
euren Mitarbeitern und Kunden während ihren Barrierefreiheits-Journeys? Unsere Mission bei Microsoft ist es, moderne Technologien für alle Menschen verfügbar zu machen. Das bedeutet, dass es uns enorm wichtig ist, dass unsere Produkte und Lösungen ein inklusives Design beinhalten und eben barrierefrei sind. Das heißt, wir entwickeln nicht nur Produkte für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit ihnen. Das bedeutet, dass wir unsere Produkte und Lösungen entwickeln und dann in eine Testphase gehen und quasi in einem intensiven Austausch mit unseren Partnern, mit unseren Kunden, aber auch eben mit den Menschen mit Behinderungen sind, um zu gucken, wo gibt es Verbesserungspotenziale, was funktioniert gut, welche Technologien funktionieren. Und das ist bei uns enorm wichtig und wir haben eben daraus gelernt, dass es nicht hilft, wenn man quasi nur Produkte hinter seinen eigenen Türen entwickelt, sondern dass man nach draußen gehen muss und mit den Leuten in den Austausch kommen muss. Vor allen Dingen für Menschen mit Behinderung ist es enorm wichtig, diese Produkte auch tagtäglich zu nutzen und eben zu schauen, wo gibt es Challenges und wie können wir diese lösen. Was wir auch noch bei Microsoft machen, sind natürlich Initiativen und wissenschaftliche Projekte zu diesem Thema, zum Thema Barrierefreiheit. Ein ganz neues Projekt, was wir in Deutschland initiiert haben, ist die Skill All Development Initiative. Das bedeutet, dass wir eine Initiative ins Leben gerufen haben, gerade für Menschen mit Behinderung, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Microsoft-Zertifikate zu erlangen. Und wir begleiten sie quasi auf diesem Weg. Das bedeutet, dass wir ein Programm von insgesamt 2-3 Monaten ins Leben gerufen haben, wo wir quasi Menschen mit Behinderung begleiten, durch Online-Kurse, Lernpfade, diese Zertifikate zu erlangen, beispielsweise für Microsoft Azure, für Microsoft 365, für Microsoft Power Platform, um quasi, dass diese Zertifikate ihnen helfen, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu bleiben und natürlich auch dort Jobmöglichkeiten zu bekommen. Das ist eine wichtige Initiative für uns, ein tolles Projekt und viele weitere haben wir auch bei Microsoft ins Leben gerufen, um dort natürlich unsere Kunden, Partner, Menschen mit Behinderungen zu begleiten und unsere Produkte und Lösungen stetig zu verbessern. Danke, Anna. Johann, worauf muss man achten, wenn man einen neuen Standort plant? Planen für das Atos Headquarter hier in Wien einen neuen Standort und wir werden in diesem Standort im Herbst übersiedeln. Und einer unserer zentralen Fragestellungen war natürlich auch das Thema Barrierefreiheit. Ich glaube aber, dass es ganz besonders wichtig ist, dass man mit diesem Thema sehr professionell umgeht. Und zu diesem Zweck haben wir deswegen auch ein externes Beratungsunternehmen beauftragt, welches uns während des gesamten Evaluierungsprozesses begleitet hat und uns einfach hilft, alle Details, alle Fragestellungen, die im Zusammenhang mit Barrierefreiheit stehen, auch bestmöglich im neuen Konzept umzusetzen. Bruno, lass uns über künstliche Intelligenz und Barrierefreiheit sprechen. Welche Vorteile und Risiken kannst du dir vorstellen? Auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir haben schon einige Punkte adressiert vorher in Antworten. Ich denke, künstliche Intelligenz ist eine Riesenchance, aber auch ein Riesenrisiko. Warum Risiko? Ich beginne mit dem Negativen, weil ich ein positiver Mensch bin. Im Moment ist das Internet und alle Tools meistens so ausgelegt, dass man immer das Perfekte suchen will und sehr viele Sachen ausgeschlossen werden. Ne? Und das sind meistens nicht sehr positiv. Ob es das Gesichtszüge sind oder Hautfarben, was auch immer erkennbar ist, dass man immer das Ideal sucht, aber meistens ideal auch nicht die ideale Besetzung ist. Und ich glaube, das Thema SEO, Search Engine Optimization, spielt hier eine wichtige Rolle, dass man eben die künstliche Intelligenz so nutzt, das auszubauen, dass alle eine faire Chance haben, das Punkt Fairness wieder hier, in den Zug zu kommen, ob es eine Bewerbung ist, ob es ein Nutzer von einem Tool ist, dass es da wirklich seamless übergreift. Ich habe vorher den Punkt auch sehr gut gefunden zwischen Olympia und Paralympia. Warum gibt es eigentlich zwei Schienen, warum nicht eine? Es sind alles Menschen und ich finde, da gibt es sicher noch sehr viel zu tun, Einguss und mehr Vorteile rauszumachen. Auf die Vorteile hat Ruto vorhin zwei Projekte von Afrika gebracht. Ich selbst habe schon mitgesehen, wie eine Autor in der Schweiz, der blind ist, der mitschreiben kann mit Tools. Für mich ist das unmöglich, undenkbar, so zu gehen. Aber es ist heute möglich. Ob es das Spracherkennung ist, ob das Bilderkennung ist, was für Intelligenz wir nutzen im Hintergrund, das ist unglaublich. Und ich denke, der Power oder die Energie zusammen
von integrierten Leuten, wenn die Offenheit auch dort geschürt wird und getrieben wird, wird auch sehr viel Nutzen rauskommen, dass wir eben diese Gruppen oder handicapierten Gruppen noch besser integrieren können und Teil von uns machen können. Und das sehe ich wieder als Riesenvorteil der künstlichen Intelligenz. Lieben Dank, Bruno. Udo, neue Technologien sprechen wir jetzt gerade. Ja. Die spielen eine große Rolle. Wie kann man zum Beispiel mit Augmented Reality die Arbeit von Menschen mit Beeinträchtigungen fördern? Was für Vorteile bringt Barrierefreiheit bei Augmented Reality Innovation mit? Ja, also ich bin voll und ganz bei Bruno, wenn er über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen hat, und das gilt auch für das Thema Augmented Reality. Aber bevor ich darauf eingehe, also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen so früh wie möglich in den Entwicklungsprozess reinbringen, dieser neuen Technologien. Es gibt so viele unterschiedliche Ausprägungen von Beeinträchtigungen in der Motorik, in den Extremitäten, im Sehvermögen, im Sprachvermögen. Ich glaube, das muss man alles berücksichtigen, dieser Bandbreite, damit die Technologien, die zur Anwendung kommen, auch wirklich dann inklusiv sind. Und Co-Creation ist sowieso immer eine Bereicherung. Also da muss ich sagen, das ist ein Element, auf das wir sehr, sehr, sehr starken großen Wert legen. Wenn ich meine eigene Umgebung anschaue, dann arbeite ich in einer Büroumgebung. Aber es gibt ja auch in allen Industrien ganz stark differenzierte, anders geartete Arbeitsplätze. Nimm nur mal das Beispiel eines Arbeitsplatzes in einer sehr starken Lärmumgebung, wo ich quasi abgelenkt werde über Geräusche von außen. Und da kann Augmented Reality helfen, indem es Dinge übersetzt in Bildern, in Sprache, wo ich sozusagen dann unabhängig vom Lärm konzentriert meine Arbeit machen kann. Oder Umgebungen, die anders geartet sind, wo ein sehr hohes Maß an Konzentration erforderlich ist. Und da kann es besser sein und auch Arbeitsfortschritte bedingen, indem Untertitulierungen in einer sehr einfach gehaltenen Sprache zum Beispiel sind. Und das sind alles Elemente, die nicht nur dann Menschen, und Daniel hat es gesagt, positiv beeinflussen können, die Beeinträchtigungen oder Behinderungen haben, sondern das gilt für uns alle. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Element. Und wir haben das vorhin auch gehört, dass das etwas ist, wovon wir alle letztlich dann auch profitieren können und der Benefit für uns alle da ist. Danke, Udo. Anna, wir haben jetzt von Vorteilen und Risiken von neuen Technologien, künstliche Intelligenz, Machine Learning und Big Data, wenn wir das benutzen, um Barrierefreiheit in großem Maßstab zu verbreiten, wie sieht das bei Microsoft aus? Möglichkeiten für das Thema Barrierefreiheit. Ein Beispiel dafür ist die intelligente Smartphone-App Seeing AI. Diese App wurde entwickelt für Menschen mit einem eingeschränkten Sehvermögen. Und die App ist durch künstliche Intelligenz in der Lage, die Umgebung eines Menschen zu erfassen, wahrzunehmen und in Worte zu fassen. Das ist natürlich eine enorme Erleichterung für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen, um ihren Alltag zu gestalten. Bei Microsoft ist beispielsweise Windows 11 inklusiv bei Design. Das bedeutet, dass wir neben bekannten Funktionen wie der Bildschirmlupe, der Nutzung von Untertiteln, wie auch der Windows-Spracherkennung, wir nun neue Features oder Lösungen eingebaut haben, beispielsweise neue Farbschemata, verbesserte Diktierfunktionen, Transkription, aber auch die automatische Interpunktion von Texten. Mögliche Risiken in diesem Bereich sind natürlich beispielsweise das Thema Datenschutz, was nicht nur für Deutschland enorm wichtig ist, aber natürlich auch für Microsoft. Das heißt, hier müssen Lösungen gefunden werden, wie wir lernen können, für das Thema Barrierefreiheit Technologien einzusetzen, aber natürlich das auch an den Regeln des Datenschutzes anzupassen. Wir bei Microsoft haben gelernt, dass Inklusion nicht durch die Umsetzung von Vorschriften wirklich passieren kann in einem Unternehmen, sondern Inklusion muss bei einem Unternehmen gelebt werden. Und wir bei Microsoft versuchen das und setzen sehr viel Energie da rein und haben auch gelernt, dass es einen sehr weitreichenden Impact haben kann, wenn man sich auf das Thema Inklusion, Diversität, Accessibility fokussieren kann. Und wir freuen uns, diese Reise weiterzugehen. Und ich persönlich freue mich auch, dabei unterstützen zu können. Boris, wir reden von Risiken jetzt auch. Welchen Beitrag leistet Barrierefreiheit im Bereich Risikomanagement? Beim Risikomanagement muss ich etwas weiter ausholen. Dort sind drei Punkte für mich wichtig. Das erste ist, wir müssen sehen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit, aber in jedem Land und auch international gibt es gesetzliche Anforderungen,
die jetzt mehr und mehr auf uns zukommen, die erfüllt werden müssen. Dabei geht es mir eher darum, zur Risikovermeidung nicht, ob wir sie erfüllen, sondern wann wir die gesetzlichen Gegebenheiten erfüllen, und zwar alle als Gesellschaft und in jeder Organisation. Das heißt, hier zu langsam zu sein, ist ein Risiko bezüglich Strafen, bezüglich Public Relations, aber auch insgesamt für unser Unternehmen. Das führt mich gleich zu dem zweiten Punkt, zu dem Thema Public Relation. Fast alle Unternehmen sind bemüht, einen positiven öffentlichen Auftritt zu haben. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie schlecht es wirkt, wenn man nur das Minimum tut und eventuell sogar negativ auffällt oder eben nicht mal die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, ist die negative Public Relation vorprogrammiert. Es kann einen enormen Schaden nach sich ziehen, und das gilt es absolut zu vermeiden für jede Organisation. Und dann das dritte, der letzte Punkt, ist natürlich die Entfesselung der Potenziale, die wir haben. Sowohl in Kundengruppen, wenn wir diese nicht nutzen, ignorieren wir 15% unserer potenziellen Kunden. Wenn wir sie nicht nutzen, ignorieren wir ein großes Potenzial an kreativen Menschen, die uns ihre Arbeitskraft gerne zur Verfügung stellen wollen. Und auch im öffentlichen Bereich ignorieren wir 15% der Gesellschaft, die wir sonst vielleicht nicht erreichen. All das ist aus meiner Sicht diese drei Punkte zusammen, diese drei Säulen: gesetzeskonform sein und das in der richtigen Geschwindigkeit, der Öffentlichkeitsauftritt und aber auch eben die Potenziale zu nutzen, so wie andere es dann ja natürlich auch tun und keinen Wettbewerbsnachteil dadurch zu haben. Diese drei Themen zusammen sind für mich die größten Chancen, aber auch Risiken. Das heißt, hier würde ich sagen, hier ist ein aktives Risikomanagement durch das Treiben des Accessibility-Programms absolut notwendig. Danke, Boris. Wir haben jetzt von Potenzial von unseren Mitarbeitenden und unseren Kunden. Und sag mir, Johann, welche Schritte plant Atos Österreich jetzt gerade, um Inklusion am Arbeitsplatz zu verbessern? Wie bereits gesagt, ist es für uns sehr, sehr wichtig, weil dieses Thema einfach ein zentrales Thema der Gesellschaft ist, ein zentrales Thema auch bei uns, bei Atos ist. Um dem Ganzen noch mehr Augenmerk zu geben, um dem Ganzen auch noch mehr Plattform zu geben, werden wir eine neue Rolle in Österreich im österreichischen Board verankern, nämlich einen Chief Diversity Officer, und in Zusammenhang mit dieser Rolle auch die entsprechende Managementverantwortung stärken, um Barrierefreiheit, um Inklusionsthemen, aber auch um weitere mitarbeiterspezifische Themen hier besser in die Organisation, aber auch besser nach außen darzustellen. Marina, Firmen und Menschen mit Behinderung, was können wir voneinander lernen und wie können wir uns begegnen? Ja, damit wir uns begegnen können, müssen wir auch die Möglichkeit haben, offen sprechen zu können. Offen aussprechen zu können, ob man eine Behinderung hat, ohne vorverurteilt zu werden. Um uns miteinander zum Beispiel am Arbeitsplatz begegnen zu können, müssen wir natürlich auch Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen rekrutieren. Je diverser unsere Teams sind, desto mehr Vorteile bringt das auch mit sich, weil wir in der Zusammenarbeit einfach die Möglichkeit haben, Themen, Lösungen, Projekte aus verschiedenen Blickwinkeln miteinander betrachten zu können. Wir haben aktuell leider das Problem in der Gesellschaft, dass viele Menschen, wenn sie gefragt werden, ja, kennst du denn jemanden mit Behinderung, dieses auch verneinen. Oft kennen sie Menschen mit Behinderungen, die aber eben nicht in der Lage sind oder mutig genug sind, das auszusprechen, weil sie eben befürchten, dass sie verurteilt werden, dass sie möglicherweise am Arbeitsplatz in ihren Karriereschritten eingeschränkt werden. Und ich bin der Meinung, wir müssen dazukommen in der Gesellschaft und auch in der Arbeitswelt, Behinderung offen zu diskutieren, offen anzusprechen, uns auszutauschen, kennenzulernen, zu sehen, welche Bedürfnisse hat denn zum Beispiel diese Kollegin oder Kollege. Oder wie kann ich zum Beispiel diese Person auch unterstützen,
um behinderungsbedingte Nachteilsausgleiche zu erreichen. Also es ist wirklich unabdingbar. Wir müssen in Kontakt treten, wir müssen miteinander kommunizieren, auf Augenhöhe, nicht über Menschen mit Behinderungen sprechen und meinen zu wissen, was diese benötigen, sondern sie einfach auch zu fragen, mit einzubeziehen. Das wurde vorhin auch gesagt, zum Beispiel in einer ganz, ganz frühen Produktentwicklung mit Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen reden, schauen, was benötigt das Produkt, wie kann man es besser machen. Und dass es natürlich dann auch finanziell positive Auswirkungen hat, weil alles, was man vorher schon mit eingeplant hat und umgesetzt hat, wird dann im Nachgang nämlich nicht nochmal kostenpflichtig werden. Das ist, denke ich mal, für unsere Wirtschaftswelt ein bedeutender Faktor. Und ja, wir bei Siemens, wir haben eine Beschäftigungsquote von über 6% von Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen. Das ist eine recht große Anzahl. Und ich hoffe auch, dass wir mit unserer Unternehmenskultur diese Offenheit auch leben können, dass wir uns nicht voneinander verstecken müssen. Das ist ein wichtiger Punkt, Marina. Danke. Özlem, aus der Personalseite, was können wir Menschen mit und ohne Behinderung, Kollegen mit und ohne Behinderungen, voneinander lernen und wie können wir uns begegnen? Danke für die Frage. Ich bin eigentlich total bei Marina. Also für mich, darüber reden zu können. Wenn ich so vor ein paar Jahren schaue, ich glaube, es war so wie ein Tabu bisschen, wirklich, dass niemand darüber reden wollte oder einfach mal ignorieren wollte oder man wusste halt nicht, wie man da sich verhalten sollte. Und jetzt, was mich sehr freut, ist, in den letzten Jahren haben wir angefangen, darüber offen zu reden. Und was Boris auch gesagt hat, also 15% der gesamten Menschen haben eine Behinderung. Und das wird und oder kann uns alle irgendwann mal in unserem Leben auch betroffen. In der Sinne, ich glaube, jetzt haben wir auch angefangen, mehr zu verstehen oder ein bisschen neugierig zu sein, um darüber zu verstehen und auch den Raum schaffen, dass wir auch die Bedürfnisse von voneinander verstehen. Die Behinderungen können temporär sein oder langfristig dauerhaft sein oder es kann auch situational sein. Ich habe selber auch eine Krankheit jetzt seit einem Jahr, das mich ab und zu in unterschiedliche Situationen dann trifft. Und da, glaube ich, ist sehr wichtig, dass unser Arbeitsplatz auch diese Hilfe mal bringt, also dieser Support für uns alle bringt. Es kann sein in der Sinne von Ausstattung, in der Sinne von Tooling, aber ich glaube, viel wichtiger ist, diese Mindset zu haben. Einfach mal sagen zu können, hey, ich brauche Hilfe oder ich brauche jetzt eine Pause oder das und jenes geht bei mir nicht. Und wenn wir diese Offenheit und diesen Freiraum schaffen, mit diesem Mindset, glaube ich, in der Organisation, dann können wir viel inklusiver sein und damit auch als Organisation diese Resilienz bilden und was viele, glaube ich, jetzt gesagt haben, diese Kreativität auch in unsere Lösungen bilden. Weil wir sind verantwortlich den Design für Technologie für der ganzen Gesellschaft. Und wenn wir das nicht berücksichtigen, und das können wir nur berücksichtigen, wenn wir auch Leute mit Behinderungen oder Menschen mit Behinderungen in unserer Organisation mit inkludiert haben. Also ich hoffe, das antwortet schon. Ja, es ist viel einfacher zu verstehen, wenn wir zuhören. Ja, das finde ich eine sehr gute Antwort. Auch man kann an den unsichtbaren Behinderungen denken. Mhm. Ja, und Google hat mehr als 100.000 Mitarbeiter weltweit und Hunderte in Deutschland. Was unternimmt Google, um die Barrierefreiheit seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu verbessern? Ja, danke für die Frage. Es ist meiner Erfahrung nach sehr wichtig bei Google, dass unsere Belegschaft ihre beste Arbeit bringen können, jeden Tag. Und Google ist bestrebt, unsere Einrichtung nicht nur für unsere gesamte Belegschaft barrierefrei zu machen, aber auch sicherzustellen, dass sich Mitarbeiter mit Behinderungen sich einbezogen und befähigt fühlen. Und Boris hat es gerade vorhin auch kurz besprochen, es gibt gesetzliche Mindeststandards, die man erfüllen muss. Es gehört viel mehr dazu. Also das ist dann nicht nur irgendwie den Arbeitsplatz barrierefrei zu machen, sondern auch diese Atmosphäre, dieses Mindset zu ermöglichen, dass alle die beste Arbeit bringen können.
Google hat neulich ein für unser Real Estate and Workspace Services Team, das ist unser Team, das für unser Gebäude und Räumlichkeit verantwortlich ist, ein Global Lead for Accessibility and Inclusion eingestellt. Und ihr Schwerpunkt ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir eine Strategie haben, nicht nur für existierende Gebäude, dass sie dann tatsächlich Leute mit Behinderungen berücksichtigen und die Barrierefreiheit berücksichtigen, aber dass wir auch für die Zukunft schauen, dass wir für neue Projekte, für unsere neue Arbeitsweise nach Covid, dass es dann tatsächlich auch mit berücksichtigt wird. Und das ist sehr, sehr wichtig. Bildung und Verständnis sind natürlich sehr, sehr wichtig hier, weil es sind, wir wollen dafür sorgen, dass Leute mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Identitäten auch berücksichtigt werden in allen Teilen von diesem Prozess. Ich aus persönlicher Erfahrung kann sagen, dass hier in München wir unser Facilities-Team oder Real Estate-Team arbeitet mit Leuten in der Belegschaft mit Behinderungen, damit wir sicherstellen, dass neue Büros, die wir dann hier in München aufmachen, tatsächlich das von vornherein berücksichtigt. Und das ist eben sehr wichtig, dass es in allen Teilen diesen Prozess und auch andauernd, fortlaufend berücksichtigt wird. Danke, Daniel. Özlem, wie kann Atos deren Mitarbeitenden unterstützen, produktiver zu arbeiten? Okay. Ja, ich würde das so in drei Dimensions antworten. Die erste Dimension ist die Ausstattung, was Daniel gerade auch gesagt hat. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit unserem Schwerbehinderte-Ausschuss. Bevor wir unsere Gebäude dann einrichten, die Ausstattung in unsere Gebäude, aber auch genauso zu Hause, für die Kollegen, die remote arbeiten oder einen Teleworking-Kontrakt haben, die Ausstattung sicherzustellen. Das ist die erste und eher so die Tangible-Seite. Dann die zweite Seite ist in der Sinne von Tooling. Unsere Tools, unsere Tool-Landschaft ermöglicht uns auch und unterschiedliche Arten von den Behinderungen mit den Behinderungen zu arbeiten. Wir haben so Hilfe, so wie die Bildschirmlupe zum Beispiel, oder man kann den Kontrasterhöhungen in dem Laptop mal einstellen bei Bedürfnis, oder es gibt auch die Spracherkennungsmöglichkeiten in so der Tools. Manchmal muss man einfach nicht reden, wenn du nicht schreiben, sondern wenn du redest, dann kriegst du das auch mit. Also das ist die Tooling-Seite. Und dritte, was ich auch gesagt habe und Daniel auch so ein bisschen erklärt hat, ist die Mindset-Seite. Also den Flexibilität zu schaffen in der Sinne von Arbeitsplatz, in der Sinne von Arbeitszeit und in der Sinne von Unterstützung voneinander. Das sind so die drei Themen, die für mich sehr wichtig sind, um das Produktivität unserer Arbeit dann einfach zu erhöhen. Danke, Özlem. Das sind drei wichtige Punkte. Anna, wie hat sich Barrierefreiheit bei Microsoft seit Covid geändert? Das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde grundsätzlich sagen, dass das Thema Accessibility, Barrierefreiheit auf jeden Fall bei uns bei Microsoft an Bedeutung gewonnen hat durch die Pandemie. Durch die Pandemie haben wir gelernt, wie wichtig es ist, digital und hybrid zusammenzuarbeiten. Das bedeutet, dass der Arbeitsalltag der Zukunft auf jeden Fall hybrid ist. Das bedeutet auch, dass wir natürlich inklusive Modelle brauchen, weil wir individuelle Persönlichkeiten Menschen zusammenbringen wollen, die natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wir versuchen das durch unsere Lösungen und unsere Technologien bei Microsoft möglich zu machen. Das heißt, wir haben durch Covid natürlich auch gelernt, Lösungen zu entwickeln, die diese inklusiven Modelle ermöglichen. Das bedeutet, dass wir beispielsweise unsere barrierefreien Dokumentprüfungen erstellt haben, beispielsweise in PowerPoint, in Microsoft Word, in OneNote. Das bedeutet, dass wir quasi dort einen Accessibility-Checker eingebaut haben. Das bedeutet, dass unsere Dokumente geprüft werden können, ob sie die Richtlinien oder die Barrierefreiheitsstandards erfüllen. Zudem haben wir natürlich auch bei Microsoft Teams diverse Lösungen entwickelt, die ein barrierefreies Meeting ermöglichen, beispielsweise durch Live-Untertitel, durch Transkription. Genauso aber auch den bewussten Alltag durch Microsoft Viva, durch unsere Employee Experience Plattform. Das bedeutet, dass wir quasi dort in unserer Plattform lernen, wie es ist, bewusster zusammenzuarbeiten und natürlich auch auf gewisse Dinge zu achten, was für das Thema Barrierefreiheit natürlich enorm wichtig ist. Walter, was macht die Barrierefreiheit zu einer besonderen Herausforderung für das Web? Ja, danke.
Das Wort Herausforderung ist, glaube ich, das Wesentliche in dieser Fragestellung, nämlich die Herausforderung anzunehmen. Und ich kann eigentlich nur jeden mal einladen, sich mal neben einer Kollegin oder Kollegen hinzustellen, die sehbehindert ist, um mal zu beobachten, wie diese Menschen mit Brailleschriftunterstützung oder Brailleschrift-Tastatur und aus Screenreadern arbeiten. Und spätestens dann wird deutlich, dass die Anforderungen an Webdesign eben nicht nur eine funktionale ist, sondern eine semantische ist. Vereinfacht formuliert, in dem Moment, wo ein Programmierer eine nicht barrierefreie Software erstellt, werden die Felder nicht erkannt. Und damit ist der arme Anwender, der sozusagen mit einer Sehbehinderung ist, nicht in der Lage, eine Anwendung, genauso aber den Web-Content richtig zu erfassen. Ein zweites Beispiel ist, wenn als Normalsehender erfasst man eine Webseite ganzheitlich und dann guckt man, wo man sich so mit dem Auge an die Kontextzeiten hinnavigiert, wo man gerne sehen will. Der sehbehinderte Kollege oder Kollegin ist aber angewiesen auf die Kopfzeile. Das heißt, auch die Anforderung an Softwareentwicklung oder an Webentwicklung ist so gestaltet, dass man mit beachten muss, schon bei der Programmierung, und Boris hat es ja schon mit den Folgekosten auch adressiert, man muss also schon gemeinsam zusammenarbeiten, also nicht nur der technische Softwareentwickler, sondern was wir ja auch ins Leben gerufen haben, diesen Accessibility-Evangelisten, dass wir wirklich sagen, wir beraten an der Stelle auch, dass Software und Webcontent bereits so designt wird, dass er barrierefrei ist. Und das ist die Perspektive von den einzelnen Menschen, was wir gesprochen haben. Man kann von einzeln zu großem Maßstab gehen. So ist es. Gehen. Und das, was wir gelernt haben daraus, ist ja das, was wir jetzt auch aufbauen. Und das Schöne ist ja, du hast es schon gesagt, Özlem, dass das Thema Barrierefreiheit oder Behinderung an sich jetzt kein Tabuthema mehr ist, sondern die letzten Jahre für uns ein Thema ist, dass wir sogar inhaltlich geschäftlich betrachten. Also da ist ein riesen Schritt in den letzten Jahren passiert. Und in diesem Sinne ist eine sehr gute Verknüpfung von meiner nächsten Frage an Daniel. Aus deiner Perspektive, was macht Barrierefreiheit eine große Herausforderung für das Web? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und bevor ich zu dieser Herausforderung komme, möchte ich denn generell über die Herausforderung des Webs sprechen, weil es spielt eine große Rolle. Das Web ist eigen, das ist nicht von einer Firma oder von einem Browserhersteller irgendwie bestimmt wird, sondern es ist immer durch Konsens. Standards werden gemacht durch die Zusammenarbeit von mehreren Firmen, mehreren Webentwicklern. Und dieser Prozess ist ja aufwendig und fordert auch viel oder verlangt viel Zeit. Und jetzt zum Thema Barrierefreiheit im Web. Die Herausforderung da ist, dass weil dieser Prozess, die Weiterentwicklung der Plattform so lange dauert und so aufwendig ist, muss man wirklich am Anfang dieses Prozesses dabei sein. Das, was wir von Walter gehört haben, ist genau richtig. Diese semantische Deutung von das, was der User machen möchte, ist enorm wichtig, sehr früh in diesem Designprozess festzulegen. Sonst später ist es zu spät, wirklich diese semantische Bedeutung aus der Oberfläche irgendwie herauszuextrahieren und das und die richtige Barrierefreiheit, Funktionalität bereitzustellen. Wir sind, Google Chrome ist sehr aktiv in einer Gruppe, in einem Konsortium, die heißt OpenUI. Und OpenUI versucht genau dieses Problem zu lösen, diese semantische Bedeutung von dem, was man im Web auf einer Webseite machen möchte, mit neuen Funktionalitäten und mit neuen Features. Und das schon mit allen Parteien, also mit den Web-Browser-Herstellern und auch mit der Community festzulegen, was die semantische Bedeutung sein soll, damit wir die entsprechende Barrierefreiheit, Barrierenfreiheiten Zugang ermöglichen können. Und Chrome, wie gesagt, bei diesem Open UI, das ist eine sehr gute Möglichkeit, zu skalieren, weil wir machen es nicht nur alleine, sondern in Zusammenarbeit mit vielen anderen Unternehmen. Und das macht es möglich, tatsächlich nicht nur das bei Google zu machen, sondern für die ganze Welt. Und das ist eine Zusammenarbeit, ist eine gute Zusammenhang. Was tun Google und Chrome, um die Barrierefreiheit für Nutzer und generell die Welt, die Chrome benutzen, ja, zu verbessern? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eigentlich, was ich denn gerade
irgendwie erwähnt habe, mit Zusammenarbeit, um die Plattform zu definieren, die APIs. Und das macht es möglich, dass Webentwickler selber diese Funktionalität, die barrierefreien Zugang ermöglichen können in ihre Webseiten. Zusätzlich dazu können wir in Google Chrome selbst Assistive Technologies bereitstellen, damit die User unabhängig von der Webseite Hilfe bekommt. Und ein Beispiel davon, letztes Jahr haben wir eine Funktionalität bereitgestellt, das heißt Live Captioning. Und Live Captioning ermöglicht, dass auf jeder Webseite, wo Audio abgespielt wird, dass Untertitel automatisch produziert werden und auch gezeigt werden. Das muss nicht unbedingt YouTube oder ein Video sein, sondern es kann jede Webseite sein, die Audio erzeugt. Und mit dieser Funktionalität ist natürlich, machen wir Zugang zum Web möglich für viele Leute, die das nicht sonst hätten. Aber das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Diese Funktionalität ist nicht nur für Menschen mit Behinderungen wichtig oder nützlich, sondern auch für ganz normale Leute, die in einem bestimmten Zusammenhang vielleicht nicht Ton anhaben können. Es ist dieser sogenannte Curb-Cut-Effekt. Auf Deutsch heißt es irgendwie sowas wie abgesenkter Bordstein-Effekt. Aber das bezieht sich darauf, dass auf dem Bordstein, wenn es dann eben so eine Rampe gibt, ist es nicht nur nützlich für Rollstuhlfahrer, aber auch Leute, die einen Kinderwagen schieben oder wenn man auf dem Fahrrad ist. Und deswegen diese zu denken, wie man unser Leben barrierefrei machen, es betrifft nicht nur Leute mit Behinderungen, sondern auch uns alle. Und das ist, ja, also dieses Curb-Cut-Effekt ist irgendetwas sehr wichtig und ich möchte das auch irgendwie als irgendwie ein leitendes Thema für uns irgendwie behaupten, weil das nicht nur für Menschen mit Behinderungen zu machen, einfach in Chrome, aber für alle, das ist uns sehr wichtig. Danke, Daniel. Das kommt ein bisschen mehr in Verbindung, das, was du vorher gesagt hast, Walter, mit einer Digital Accessibility Evangelist. Mhm. So, Chrome macht das weltweit und seit letztes Jahr haben wir bei Atos, hast du dafür gesorgt, dass wir eine Accessibility Evangelist Stelle in Deutschland haben. Warum war das für dich so wichtig? Der Punkt ist der, dass wir einerseits natürlich jetzt aus meiner Rolle kommen für Atos, das natürlich selber als Auftrag sehen, barrierefrei, das ist auch ungefähr, also in allen Aspekten zu werden. Auf der anderen Seite haben wir eben gelernt durch die Erfahrungen, dass wir in letzter Konsequenz, und Udo hat es auch ausgeführt, durch den gesellschaftlichen Wandel auch einen gesellschaftlichen Auftrag wahrnehmen können, anderen zu helfen, auch barrierefrei zu werden. Du hast sehr viele Beispiele auch angeführt. Und das macht an der Stelle ja nicht Halt. Und die anderen Unternehmen haben gleiche Herausforderungen wie wir zu meistern. Jetzt sind wir aber der IT-Provider, der IT-Spezialist. Warum sollten wir nicht das Wissen, was wir jetzt haben, nutzen, um genau das, was du auch gesagt hast, beide Dinge zusammenzubringen? Nämlich einerseits Technologien, IT-Services bereitzustellen für unsere Unternehmen, aber natürlich gekoppelt mit der Barrierefreiheit. Und das war der Punkt zu sagen, lass uns doch mal überlegen, ob wir das, was wir selber jetzt erlernt haben, und dafür sind wir IT-Provider, für andere Firmen entsprechend mit uns zu machen. Und das ist das, was hinter diesem Spezialist, Accessibility-Spezialist steht. Lieben Dank, Walter. Und mit diesen Worten, das ist ein schöner Schluss für unsere Sitzung heute in unserem Panel. Ich wollte mich herzlich bei allen meinen Kollegen und Partners hier und auch auf die andere Seite des Bildschirms bedanken. Danke, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank. Nach unserem Panel haben wir mit uns Anna von Zero Projekt und sie wird uns ein bisschen weiter erzählen von Accessibility-Driven Innovation, also Innovation, die von Barrierefreiheit getrieben wird in einer weltweiten Umgebung. Anna, bitteschön. Danke, Beatrice. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Anna Königseder. Ich bin die Business Sector Managerin des Zero Project Teams und ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, unsere Arbeit vorzustellen. Ich werde gleich starten.
Was ist unsere Aufgabe? Das EU Project ist eine Initiative der Essel Stiftung und wir haben es uns zum Ziel gemacht, die Implementierung der UN-Behindertenrechtskonvention zu unterstützen und somit Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte über das Zero Project. Wie bereits erwähnt, wir sind eine Initiative der Essel Foundation aus Österreich. Wir organisieren einen jährlichen Research- und Auswahlprozess, den ich in der Folge noch ein bisschen genauer vorstellen werde. Wir arbeiten zusammen mit einem Netzwerk von über 6000 Experten aus über 100 Ländern. Diese Experten sind Menschen mit und ohne Behinderungen. Und der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Kommunikation der ausgezeichneten Lösungen, auf Matchmaking und auch Scaling-Aktivitäten, die sehr viel rund um die Zero Project Konferenz sich ereignen, die einmal im Jahr Ende Februar in Wien stattfindet. Hier nochmal eine Liste aller, ein Teil der Aktivitäten, die das Zero Project ausführt. Wie bereits erwähnt, seit 2012 organisieren wir einen jährlichen Research-Prozess und veröffentlichen die Zero Project Awardees in einem jährlichen Report. Seit 2012 organisieren wir einmal im Jahr die sogenannte Zero Project Conference, die Ende Februar im UN-Headquarter in Wien stattfindet. Anfang dieses Jahres haben wir unsere nagelneue Zero Project Database veröffentlicht, wo Sie über 700 ausgewählte Lösungen, alle Zero Project Awardees seit 2013 finden können. Sie sind durchsuchbar mit verschiedenen Filterkriterien und das ist ein Online-Portal, das barrierefrei ist und kostenlos zugänglich. Dann das Zero Project Impact Transfer Programm machen wir seit 2017 zusammen mit Ashoka und unseren Kooperationspartnern von Fundación Descúbreme in Chile. Das ist ein Accelerator-Programm, in dem jedes Jahr 10 Projekte ausgewählt werden, die ein besonderes Mentoring, Coaching bekommen, um ihre Scaling-Aktivitäten zu unterstützen. Seit 2019 organisieren wir jährlich die Project Latin America Konferenz, also Fundación Descúbreme veranstaltet diese Konferenz einmal im Jahr. Wir haben seit 2020 eine Parlamentsveranstaltung, wo ebenfalls ausgewählte Projekte die Möglichkeit haben, im österreichischen Parlament sich vorzustellen. Und seit 2022 haben wir ebenfalls einen Ambassador Circle. Wie bereits erwähnt, wir organisieren unsere Arbeit, ist in einem Jahreszyklus organisiert. Um Anfang Mai starten wir gewöhnlicherweise unseren Call for Nominations. Wir erhalten in der Regel zwischen 500 und 600 Einreichungen aus über 90 Ländern. Sobald der Call geschlossen ist, folgt eine 2-Phasen-Voting-Periode. Das heißt, wir lassen Experten aus unserem Netzwerk die eingereichten Lösungen analysieren. Es wird geschaut auf den Impact der Lösungen, auf die Innovation, genauso wie auf die Skalierbarkeit. Anfang August veröffentlichen wir dann eine Shortlist der Einreichungen, in der Regel sind das zwischen 150 und 170 Projekte und Ende Dezember veröffentlichen wir dann unsere jährlichen Zero Project Awardees. Die sind in der Regel zwischen 70 und 75 innovative Lösungen. Wie bereits erwähnt, wir organisieren einige Matchmaking- und Accelerating-Aktivitäten, wie bereits ein bisschen näher beschrieben, das Impact Transfer Programm. 2022 hatten wir ebenfalls mit der Wiener Wirtschaftsagentur ein Discover Vienna Programm koorganisiert, wo ebenfalls ausgewählte Startups eingeladen worden sind, das Ecosystem in Wien näher kennenzulernen. Ebenfalls fand wieder ein Österreich Parlament Event statt. Unser Ziel ist es sehr viel zu kommunizieren über die ausgezeichneten und awarded Solutions. Wir veranstalten eine Awardee-Campaign, meistens mit Kickoff am 3. Dezember, dann bis zur Konferenz, wo heuer alle
AWD 2022 vorgestellt worden sind, mit einem AWD of the Day Video zum Beispiel. Dann alle ausgezeichneten Lösungen kommen dann auch natürlich in unsere Online-Datenbank, werden im Report veröffentlicht und selbstverständlich auf der jährlichen Konferenz vorgestellt. Unser Jahreszyklus konzentriert sich auf 4+1 Topic, also 4+1 Thema. Es gibt das Thema inklusive Bildung, inklusive Beschäftigung, Barrierefreiheit und im Mai gestartet, 2022 ist der Call for Nominations 2023 zu dem Thema selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe. Das ist eben dieser 4-Jahres-Zyklus und hinzu kommt jedes Jahr das Thema ICT, also IKT, Informations- und Kommunikationstechnologie. Wir publizieren verschiedene Publikationen in Druck und digital, sowohl in Englisch als auch spanischer Sprache und auch meistens mit einer Summary auch in einfacher Sprache. Der jährliche Zero Project Report, dann wir haben bis jetzt 2 Zero Project Almanach veröffentlicht, 2017 und 2021. Der 2021 Almanach beinhaltet alle Zero Project Awardees seit 2013. Es gibt auch verschiedene thematische Publikationen. Und 2022 werden wir starten mit den sogenannten Zero Project Basics, wo wir den ersten über Artificial Intelligence veröffentlichen werden. Und dann gibt es noch das Zero Project Streaming Portal und natürlich auch unseren YouTube-Channel, wo Sie alle zum Beispiel Sessions der letzten Zero Project Konferenz on demand anschauen können. Die Zero Project Database habe ich bereits anfangs erwähnt. Wir haben sie 2022, Anfang des Jahres, dieses Jahres gelauncht. Das ist eine Online-Suchmaschine, die auf zeroproject.org verfügbar ist. Sie können sehen, Sie ein klassische Suchoptionen, wo Sie nach Keywords suchen können und auch verschiedene Filterkriterien. Und somit ist dann sind alle unsere über 700 innovative Lösungen online durchsuchbar. Ich werde Ihnen nun auch noch 2 Beispiele aus den Zero Project Awardees 2022 vorstellen. Das erste ist Monevo Drive aus Deutschland. Monevo Drive, das ist ein freihändiges Rollstuhlsteuerungssystem, das es ermöglicht, einen Rollstuhl mit Kopfbewegungen zu steuern, indem Smart Glasses verwendet werden. Also die Brille lässt sich über einen kleinen Adapter an jeden Rollstuhl anschließen. Wie funktioniert Monevo Drive? Eben wie bereits gesagt, es ist ein freihändiges Rollstuhlsteuerungssystem, das dank Smart Glasses einen Rollstuhl mit Kopfbewegungen steuern lässt. Und diese Smart Glasses nehmen Sensoren auf und die geben das dann werden dann ins Steuersignale übersetzt. Diese Signale werden dann über einen kleinen Adapter an die Steuereinheit des Rollstuhls übertragen und dieser Adapter kann an jeden herkömmlichen Elektrorollstuhl angeschlossen werden. Die ursprüngliche Problemstellung, die sich Monevo Drive gestellt hat, war, dass eben viele Rollstuhlfahrer nicht in der Lage sind, herkömmliche Elektrorollstühle mit den eigenen Händen oder den herkömmlichen Lenkvorrichtungen zu steuern. Und der Impact dieser Lösung, also die Zahl der Nutzer, ist von 10 im Jahr 2019 auf über 100 im Jahr 2021 stetig. Ich habe auch in die Präsentation jeweils einen Link der Websites dieser Unternehmen beigefügt, ebenso wie einen YouTube-Link, wo Sie sich gerne die Awardee of the Day Videos ansehen können. Sie werden sehen, auf dem YouTube-Kanal finden Sie zu allen unseren 2022 Zero Project Awardees und Accessibility Videos, die Sie sich ansehen können. Wie bereits anfangs erwähnt, seit diesem Anfang Mai haben wir den Zero Call 23 gestartet. Da geht es um selbstbestimmtes Leben und politische Teilhabe, ebenso wie ICT-Solutions. Wenn Sie innovative Projekte kennen, Sie selber eines umgesetzt haben, gehen Sie bitte auf die zeroproject.org/ZeroCall23-Seite und nominieren Sie Ihre Lösung. Wir würden uns sehr freuen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, das hat einen kurzen und knappen Überblick über die Aktivitäten des Zero Projects gegeben. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns, office@zeroproject.org. Besuchen Sie unsere Webseite oder melden Sie sich auch sehr gerne persönlich bei mir. Ich werde die Kontaktdaten noch mit der Beatrice teilen. Vielen herzlichen Dank.
Und das macht 10-jährige Erfahrung von CERO-Projekt in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Barrierefreiheit und innovative Lösungen. Lieben Dank, Anna. Als nächstes werden wir mehr darüber erfahren, wie man für Barrierefreiheit zusammenarbeiten kann. Veranstaltungen, Lehre und Beratung, Kultur und Gaming und auch ein selbstbestimmtes Leben führen. Dankeschön.